Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Mir gehört die Zukunft. Stoppt mich, wenn ihr könnt. Und ganz ehrlich, nicht nur im X-Men-Universum ist ja irgendwann einmal jede Zukunft auch gleich eine Vergangenheit. Aber es ist doch schon ein bisschen wild, wenn wir zurückdenken an die Schulsituation im Jahr 1999, wo sich Gangster mit Androidenlehrern geprügelt haben. Irgendwie habe ich das Jahr 1999 ein bisschen anders in Erinnerung. Und das ist tatsächlich ein generelles Problem bei Science-Fiction-Filmen. Wie weit in der Zukunft kann man Dinge ansiedeln? So, dass es für das Publikum in der damaligen Zeit vielleicht noch ansatzweise glaubwürdig ist, aber vielleicht dann nicht schon kurze Zeit später komplett lächerlich ist. Gut, wenn man nach dem geht, dann kann man ja sagen, da hat sich Regisseur Mark L. Lester weiterentwickelt, denn nachdem er seinen Film Die Klasse von 1984 ja bereits im Jahr 1982 gedreht hat und überraschenderweise das amerikanische Schulsystem in diesen 2 Jahren nicht ganz so weit in den Bach runtergegangen ist, wie in dem Film prognostiziert, hat er dann für das tatsächliche Sequel immerhin 9 Jahre Zeit gelassen, nur um wieder ein Bild zu zeichnen, das dann nicht unbedingt ganz der Realität entsprochen hat. Aber ja, Die Klasse von 1999 erinnert nicht nur vom Titel her ganz rein zufällig an die Klasse von 1984. Der Film ist auch tatsächlich als Sequel gedacht, hat übrigens auch sein eigenes Sequel noch einmal bekommen mit Die Klasse von 1999 Teil 2, aber das ist eine ganz andere und vor allem wesentlich schlechtere Geschichte, denn Die Klasse von 1999 ist zwar grundsätzlich ein komplett anderer Film als der erste Teil, aber trotzdem ein ziemlich interessanter, vor allem, weil er sehr viele Konzepte von dem, was der Vorgänger gemacht hat, nimmt und eigentlich gleich macht, inklusive der allerersten Einstellung, wo die Studenten in die Schule hineingehen, die quasi 1:1 aus dem Vorgängerfilm übernommen wurde. Das Einzige, was Mark L. Lester geändert hat, ist quasi die kompletten Rollenkonstrukte. Während im Original das nämlich der Lehrer ist, der sich gegen eine Bande widerlicher Studenten auflehnt, ist es im Remake oder im Sequel genau andersherum. Da sind die Lehrer die Bösen. Das ist nämlich der Teaching Terminator, diese metallischen Unterrichtskonstrukte, gegen die sich die Schüler so sehr auflehnen, dass sich die verfeindeten Gangs an dieser Schule sogar zusammentun. Mehr oder weniger hat Mark L. Lester irgendwann einmal gesagt, dass zwar grundsätzlich überwiegend Filme wie Mad Max bzw. The Asphalt Jungle als Inspiration für diese Filme tätig gewesen sein, wobei man natürlich gewisse Dinge wie Warriors oder West Side Story oder Grease auch irgendwie mit diesem ganzen Konstrukt in diese Handlung hineinbringen kann. Aber wir kennen übrigens Mark L. Lester als Hauptverantwortlichen von der Klasse von 1984, wobei man sagen muss, dass er ja bereits in den 70er Jahren als Regisseur tätig war. Da haben wir den Film Steel Arena aus 1973, nicht den aus 1989, sondern den es bislang bei uns immer noch nur Videokassette gibt. Aber im Jahr 1974 kam dann schon Truckstop Woman oder 79 die weiße Sklavin der grünen Hölle, bis er dann eben 1982 mit der Klasse von 1984 einen absoluten Überraschungshit und einen großartigen Film abgeliefert hat, was dann später dazu geführt hat, dass er die Regie bei dem Film Der Feuerteufel übernommen hat und 1985 mit dem Arnold Schwarzenegger Meisterwerk Phantomkommando den bis heute besten amerikanischen Oldschool-Actionstreifen aller Zeiten gedreht hat. Er hat dann natürlich noch weiter Filme gemacht wie Showdown in Little Tokyo mit Dolph Lundgren oder Night of the Running Man mit, ich glaube, Jeff Fahey. Aber später wurde seine Karriere dann von Filmen wie The Base 2 oder Pterodactyl oder Groupie, yikes, eigentlich eher ein bisschen untergraben. Dabei ist interessant, dass er die Klasse von 1999, anders als den Vorgänger, nicht ganz so alleine gemacht hat, sondern dass er überwiegend bei der Produktion Unterstützung hatte, so beispielsweise von J. Courtney Joyner, der ihn beim Drehbuch unterstützt hat, der witzigerweise auch dann später immer noch mit ihm zusammengearbeitet hat und eben beispielsweise auch bei Filmen wie The Base 2 in den Credits vorhanden war, der allerdings seinen Einstand im Filmgeschäft im Jahr 1987 hatte mit seinem Drehbuch für Die Nacht der Schreie und im selben Jahr dann auch das Drehbuch von Prison geschrieben hat. Er
war dann interessanterweise nach der Klasse von 1999 gleich einmal fest verhaftet im cinematografischen Universum von, nein, das war übrigens Andrew McCarthy in der Night of the Running Man. Scott Glenn hätte ich gemeint, Verzeihung. Aber zurück zu J. Courtney Taylor. Der hat dann direkt nach der Klasse von 1999 irgendwie im filmischen Universum von Charles Band angefangen zu schnuppern. Mit Filmen wie Puppet Master 3, Rexosaurus, Trancers 2010, Shocking Fear und so weiter und so fort war er auch da. Immer wieder mal zu Gast im B-Movie-Segment. Aber die beiden wurden auch von John Skip unterstützt, der tatsächlich einen Film gemacht hat, den man nicht skippen sollte. Nämlich hat er die Geschichte beigesteuert für den 1989 produzierten Film Night of the on Elm Street 5, Das Trauma. Hat dann allerdings später kaum mehr etwas gemacht, so vielleicht nur das Segment This Means War aus dem Anthologiefilm Tales of Halloween geschrieben und sogar als Regisseur inszeniert. Aber kommen wir zu den Hauptdarstellern von diesem Film. Da haben wir auf der einen Seite Bradley Gregg in der Hauptrolle, der beispielsweise auch aus dem Nightmare on Elm Street Franchise ist. So war er Philip aus dem dritten Teil Freddy lebt, war beispielsweise auch als Roscoe in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu sehen, hatte allerdings ansonsten überwiegend kleine Rollen, die als Eyeball Chambers in Stand By Me oder dann kommen wir zu Tracy Lind, die quasi den Love Interest spielt, die neben der Rolle unter anderem als Alex in dem Film Fright Night 2 zu sehen war. Die quasi Hauptdarsteller/Lehrerpartie braucht man in diesem Film, glaube ich, kaum mehr vorstellen. Wir haben auf der einen Seite Malcolm McDowell, der sagenhafte 2 Tage an diesem Film mitgewirkt hat und gedreht hat, den wir natürlich von Werk Orange über Star Trek, über Rob Zombies Halloween in mittlerweile fast 300 Filmproduktionen und Fernsehproduktionen schon gesehen habe, wobei Malcolm McDowell faszinierenderweise noch nicht eine Oscar-Nominierung erhalten hat. Gut, für Caligula wundert's mich dann auch nicht. Aber wir sehen eine absolute Serienlegende in dem Film, nämlich den großartigen Stacy Keach, der natürlich auf der einen Seite dann später mit Pam Grier auch noch einmal das in Flucht aus L.A. gespielt hat, der in Nebraska 2013 gespielt hat oder auch in Bourne Vermächtnis, der allerdings, wie gesagt, vor allem in Serien immer wieder aufgetreten ist. So war er in 23 Folgen der Serie A Prison Break als Henry Pope zu sehen, beziehungsweise war er natürlich auch Mike Hammer auf offensichtlich der Bruder von Sledgehammer, ist aber natürlich auch in über 200 Produktionen aufgetaucht. Ein großartiger Name, immer wieder einer, den ich fantastisch finde, wenn ich ihn im Titel, im Vorspann lese, Patrick Kilpatrick, das ist Name und Auftrag gleichzeitig. Er hat auch in dem Film mitgespielt, natürlich kennen wir ihn als Sandman in Mit stählerner Faust mit Jean-Claude Van Damme, als Not aus Minority Report, als Finn aus Last Man Standing mit Bruce Willis oder als Haggerty aus Eraser. Allerdings hat er in seinen über 150 anderen Filmproduktionen noch beispielsweise im Scanner-Cop-Universum mitgewirkt oder war ganz zu Beginn seiner Karriere der Leroy in Atomic Hero, der Toxic Avenger. Wir haben bereits erwähnt, dass Pam Grier an diesem Film mitgewirkt hat, was ganz besonders faszinierend war, weil sie kurze Zeit später, nämlich nachdem sie an der Seite von Steven Seagal in dem Actionfilm Nico mitgespielt hat, hat sie von den Ärzten eine Krebsdiagnose bekommen und eine voraussichtliche Haltbarkeitsdauer von circa 18 Monaten, was glücklicherweise nicht eingehalten hat, weil Pam Grier bis ins Jahr 2023 immer noch überlebt hat und dabei natürlich absolute Meilensteine der Filmgeschichte gedreht hat. So war sie nicht nur die Foxy Brown, sondern auch noch die Jackie Brown, war Coffee und hat zuletzt, glaube ich, gerade irgendwie die Revolution gegen die Sklaverei aus dem Off angeleitet. Wir sehen in dem Film dann außerdem noch John P. Ryan, der als Rankin in Runaway Train zu sehen war, beziehungsweise witzigerweise dann zu der Zeit auch noch in zahlreichen anderen Canon-Produktionen. Er war der Professor Glastonbury in Night Hunter mit Michael Dudikoff, hat in Death Wish 4 den Nathan White gespielt, war auch
in anderen Actionfilmen wie Karate Tiger 4 zu sehen oder Delta Force 2 oder Viper, ein Ex-Cop räumt auf. Wir haben ihn dann zuletzt übrigens gesehen im Jahr 1996 in der Wachowski-Produktion Bound gefesselt, wo er die Rolle des Mickey Malnato gespielt hat. Wir sehen Darren E. Burroughs, einen wahnsinnig interessanten Schauspieler, der in allen 110 Episoden der Serie ausgerechnet Alaska als Ed Chigliak gespielt hat, der allerdings zu Beginn seiner Karriere in Filmen wie Durchwahl zur Hölle als Jeff bzw. an der Seite von Michael J. Fox und Sean Penn in Brian De Palmas Die Verdammten des Krieges zu sehen war. Joshua John Miller spielt in dem Film mit, der lustigerweise als Darsteller relativ selten aufgetreten ist, in nur 30 Produktionen, so zu Beginn seiner Karriere im Film Halloween 3, die Nacht der Entscheidung, wo er die Rolle des Willie Chalice gespielt hat in jungen Jahren. Er war Homer aus Near Dark, die Nacht hat ihren Preis, aber ist dann später, interessanterweise, nachdem er auch noch den Douglas Tisdale in Mit stählerner Faust gespielt hat, eher hinter die Kamera gegangen und hat 2015 das Drehbuch für den Film The Final Girls geschrieben, um dann ein Jahr später die Serie Queen of the South zu entwickeln, die er dann zwischen 2016 und 2021 auch über 62 Folgen begleitet hat. Wir sehen in dem Film Brent David Fraser, der zum Beispiel als Drifter in Dead and Breakfast 2004 zu sehen war, oder aber auch als Idiot Punk in Wild at Heart an der Seite von Nicolas Cage. Wir sehen Sharon Wyatt, die interessant nicht nur die Leslie in Phantomkommando von Mark L. Lester gespielt hat, sondern auch noch die Tiffany Hill in 437 Folgen der Telenovela General Hospital, wo sie zwischen 1981 und 2021 immer mal wieder aufgetaucht ist. Aber ebenfalls nicht uninteressant ist Jill Gatsby, die beispielsweise in ganz kleineren Rollen als Cassie Phillips in Maniac Cop, als Geraldine in Ambulance oder auch als Opfer in Vampire's Kiss in Salem 2 Die Rückkehr zu sehen war oder auch eben in der Wiege des Satans. Dann haben wir Sean Sullivan, der zum Beispiel als Teil von Buford Tennants Gang in Zurück in die Zukunft 3 aufgetaucht ist, aber Phil in Wayne's World, Stan in Foolproof oder hat den Andy Warhol in Studio 54 gespielt. Außerdem war er noch als Offscreen-Synchronsprecher in wahrscheinlich einem Wortfetzen von Saw 3 zu hören, was ich relativ faszinierend finde. Aber auch hinter der Kamera waren einige interessante Leute beteiligt, so stammt die Musik zum Beispiel von Michael Hönig, der beispielsweise auch die Musik von Der Blob im Jahr 1988 geschrieben hat und der zuletzt dann auch noch bei Gate, die Unterirdischen, die Musik beigesteuert hat und später dann interessanterweise auch bei der Videospielserie Baldur's Gate 2 immer wieder am Synthesizer saß. Wir haben eine Kamera geführt von Mark Irwin, was in dem Fall ganz besonders interessant ist, denn Irwin war nicht nur der Kameramann von Scream, Schrei oder Robocop 2, er hat auch noch die Kamera geführt bei Old School, bei Verrückt nach Mary, bei Freddy got fingered, yikes, oder Sachen wie Scary Movie 3 bis hin zu Kingpin, zwei Trottel auf der Bowlingbahn, Vampir in Brooklyn, Dumm und Dümmer, Freddy's New Nightmares, Mighty Ducks 2, Passagier 57, Space Killers und so weiter und so fort. Dark Angel mit Dolph Lundgren hat er auch die Kamera gemacht. Fright Night 2, witzigerweise, wo die eine Darstellerin auch mit dabei ist. Was für Zufälle! Oder wie wär's mit David Cronenbergs Videodrome oder Dead Zone, der Stephen King-Verfilmung oder Der Brut in... Interessant. Dann wurde das Ganze geschnitten von Scott Conrad, der tatsächlich bereits zu der Zeit, als er den Schnitt von der Klasse von 1999 übernommen hat, ein Oscar-Preisträger war, weil er den Schnitt von Rocky übernommen hat und dafür den Oscar bekommen hat. Hat insgesamt dann auch noch 60 weitere Produktionen gemacht, wobei er zuletzt dann eher so bei Produktionen wie Anaconda Offspring oder dem Steven Seagal-Vehikel Urban Justice Blinde mit dabei war. Aber eines ist auf jeden Fall klar, die Klasse von 1999 ist ein wirklich interessanter Film, wo man auch dazu sagen muss, dass
Rose McGowan in diesem Film in ein paar kleinen Szenen als Nebendarstellerin aufgetreten ist mit Pam Grier und John P. Ryan, was ihr absoluter Debütfilm war. Das ist der letzte Film war, den die Taurus Entertainment Company veröffentlicht hat, nachdem der Film ursprünglich bereits im Jahr 1989 in Amerika anlaufen hätte sollen, aber dann erst auf den Mai 1990 verschoben wurde. Was interessant ist, ist, dass die Androiden-Darsteller John P. Ryan, Pam Grier und Patrick Kilpatrick über in der Finalsequenz, wo sie dann in das Wasser steigen mussten, einen Neoprenanzug getragen haben, weil dieses Wasser arschkalt war. Und das Wasser war tatsächlich so kalt, dass nicht einmal diese Neoprenanzüge ausreichend waren, sondern dass sie sogar noch Whirlpools und heißes Wasser nebenbei stehen haben mussten. Die Tatsache, dass Stacy Keach in der Rolle von diesem Arzt Dr. Forrest ein weiße Albino-Haare hat, ist seine eigene Erfindung gewesen. Interessanterweise wurde der Film komplett in Seattle gedreht, weil Mark L. Lester und sein Team zwar in Los Angeles drehen wollten, aber dort irgendwie keine Drehorte respektive eine Schule gefunden haben, wohingegen sich in Seattle eine sogar wirklich bereit erklärt hat, dazu die Dreharbeiten von diesem Film zu unterstützen. Außerdem ist noch interessant, dass dieses Make-up, das die Androiden-Darsteller am Ende des Films haben, tatsächlich 8 Stunden gebraucht haben, um eben bei diesem endgültigen Battle, wo die Lehrer versucht haben, die beiden Gangs gegeneinander aufzuhetzen, jeden Tag miteinander auftragen mussten, was nämlich deswegen schwierig war, weil diese finale Shootout-Sequenz unter widrigen Bedingungen gedreht werden musste. So schüttete es wie aus Fässern, es gab Schlamm, es gab Dreck und außerdem haben sie dann einige Sequenzen noch gedreht an einem Ort, wo sie quasi zum Glück dann zumindest tun konnten, was sie wollten und niemand irgendwie darauf aufgepasst hat, wie sie mit diesen Drehorten umgeht. Dabei muss man sagen, dass Bradley Gregg, den wir eben vorher angesprochen haben, neben diesem Film eigentlich eben auch nur mehr fast in dem Film Madhouse zu sehen war, in einer der größeren Hauptrollen. Dann haben wir noch, dass der Film eigentlich von Seiten von Mark L. Lester schon relativ lang in Entwicklung war, bis dann eben Western Pictures den Film aufgekauft haben und ihn dann eben als einen der letzten Filme unter ihrem eigenen Label quasi veröffentlicht haben. Ursprünglich hätte ja Malcolm McDowell sogar die Rolle des Dr. Forrest spielen sollen, die dann letzten Endes von Stacy Keach bekleidet wurde. Und was interessant ist, ist, dass der Autor Midge Ure, der den Titeltrack geschrieben hat, dann im Jahr 2020 in einem Podcast-Interview gesagt hat, dass er weder den Film noch den Song besonders gut findet. Wohingegen Jill Gatsby, die wir ebenfalls bereits angesprochen haben, als eine der Darstellerinnen, die eine von diesen Gangmitgliedern spielt, die Tochter des Autors und Regisseurs Larry Cohen ist. Dabei muss man auch sagen, dass der Film eben viele Gemeinsamkeiten mit eben den Produktionen wie Terminator oder Michael Crichtons Westworld hat, die wir ja eben bereits angesprochen haben. Aber dass dieser Film auch von seinem Zensurstandpunkt aus relativ interessant ist. In Amerika wurde der Film dann eben über Western mit, ohne Altersfreigabe interessanterweise, dann hier als Unrated-Fassung auf Videokassette veröffentlicht, wobei man beim Anschauen von der letzten Endes veröffentlichten Filmfassung ganz besonders am Ende schon ein bisschen das Gefühl haben könnte, dass man da den ein oder anderen Moment entfernt hat. Das wurde dann allerdings noch weiter übertrieben, wie der Film dann international veröffentlicht wurde. Da musste für die britische Fassung der ein oder andere zynische Spruch natürlich Nahaufnahmen von Klappmessern oder halt Genickbrüche entfernt werden, sodass die britische Videofassung circa 15 Sekunden kürzer war als die ungeschnittene amerikanische Fassung, wohingegen man für die deutsche Altersfreigabe von der FSK sogar 2 Minuten aus dem Film herausgeschnitten hat, was allerdings dann natürlich trotzdem nicht davor bewahrt hat, dass der Film im Jahr 1991 auf dem Index für jugendgefährdende Medien gelandet ist. Ist nur, um erst nach Ablauf der Zeit, der Frist von 25 Jahren im September 2016 wieder von eben jenem Index gestrichen zu werden. Dabei ist allerdings interessant, dass der Film
in der Zwischenzeit zwar auf DVD und auch auf Blu-ray in der ungeschnittenen Fassung veröffentlicht wurde, das allerdings DigiDreams für die Blu-ray-Premiere im deutschsprachigen Raum kein tatsächlich natives 35mm Material vom Lizenzgeber bekommen konnte und deswegen den Film nur als Standard Definition Upscale veröffentlichen konnte und zudem die bislang auf DVD und Blu-ray erhältlichen Fassungen von dem Film natürlich auf Basis von der alten deutschen Videofassung mit zugegebenermaßen ziemlich fragwürdigem Flickwerk bei einigen Schnittstellen veröffentlicht wurden, was bedeutet, dass hier und da ein paar Effekte bzw. eben auch Sätze von der deutschen Tonspur fehlen. Und deswegen hat Nameless für die deutsche Blu-ray Mediabook-Premiere, die dann eben erfolgt ist im Jahr 2023, genauer gesagt am 7. Mai, lange, lange, lange Zeit nach der originaldeutschen Pressekassette von dem Film gesucht hat, weil die im Gegensatz zur standardmäßigen Verleihvideofassung von Concord die komplett ungeschnittene und eben auch komplett deutsch synchronisierte Fassung enthalten hat, die man dann für diesen Release glücklicherweise auch auftreiben konnte. Und so ist diese Blu-ray-Veröffentlichung die Premiere einer tatsächlich korrekten, nicht hochskalierten HD-Fassung, einer korrekten, vollständigen deutschen Tonspur und das noch dazu in 5 streng limitierten Mediabooks. Dabei gibt es als Cover A das alte amerikanische Original-Plakatmotiv. Da gibt's Versionen, wo sogar noch das R-Rated-Symbol von der FSK drauf ist. Wir haben ein bisschen einen Used-Look. Wir haben auf den Cast and Crew-Block verzichtet. Dafür die original-englischen Taglines, wie eben auch auf dem Poster und halt nur dazu gedacht den deutschen Titel. Das limitiert auf 333 Stück. Dann gibt es noch das Cover B, das in meinen Augen eine absolut wunderschöne Zeichnung ist, das von einem Künstler namens Spataro gemacht wurde, der hier ganz offensichtlich seinen inneren Renato Casaro bzw. Enzo Schotti gesammelt hat und hier ein wirklich meisterliches, wunderschön knalliges, buntes, explosives Motiv zusammengetan hat, das in meinen Augen definitiv das Beste ist, das es von diesem Film gibt. Doch davon gibt es aber nur 333 Stück. Weiter machen wir mit dem Cover C. Da hat Nameless den Film dann natürlich wieder in die hauseigene Retro Collectors Edition aufgenommen und ihm dabei die Spine Nummer 135 verpasst. Dabei bekommen wir ein stark bearbeitetes Bild, wie quasi Kristanna Loken irgendwie hinter Stacy Keach aufgetaucht ist und ihm offensichtlich gerade das Herz rausreißen will. Das ist mit einer reduzierten grünlichen Farbpalette beziehungsweise eben diesen paar Blutspritzern hier relativ reißerisch dargestellt worden. Dazu gibt's dann noch das Cover D. Auch das ist ein englischsprachiges Originalpostermotiv zu dem Film, das allerdings den meisten Leuten, die den Film schon von seiner Videothekenzeit kennen, durchaus bekannt vorkommen könnte. Denn auch wenn das alte deutsche Videocover von diesem Film ein anderes war, war es ganz offensichtlich von diesem Motiv inspiriert, beziehungsweise so wie das damals in Videozeitalter gut üblich war, einfach von diesem Motiv nachgezeichnet für die deutsche Kassette. Dann gibt es ebenfalls wieder limitiert auf 333 Stück noch das Cover E, das ein Traum ist. Ich finde zwar das etwas buntere, knalligere Cover B noch etwas schöner, aber das ist doch eine wundervoll reißerische Terminator-Style-Coverversion, die übrigens von einer japanischen Veröffentlichung des Films stammte, wo aber netterweise das eigentliche Motiv trotz des länglicheren, wahrscheinlich VHS-Cover-Artwork Formats von dieser japanischen Fassung hier komplett erhalten ist. Denn auch auf der japanischen Vorlage war das Motiv genau an dieser Stelle aus und hätte darunter nur noch einen schwarzen Teil mit den japanischen Schriftzeichen gehabt. Die konnte man einfach weglöschen, den englischen Originaltitel, der interessanterweise auf allen 5 Mediabook-Cover-Artworks von Nameless zu sehen ist, dazu und passt. Aber das ist, wie ich finde, ein großartiges Design. Aber mir wurde von Nameless für dieses Review dankenswerterweise ein Mediabook zur Verfügung gestellt und zwar jenes mit dem Cover A. Und nachdem die Klasse von 1999 zwar wie eingangs bereits erwähnt nicht die Klasse von seinem direkten Vorgänger behalten konnte, aber trotzdem ein faszinierendes Stück Action- und Science-Fiction-Kino aus Amerika ist, freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzores Blu-ray Check ausführlich über die Klasse von 1999 zu sprechen.
Wie in der Covergalerie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem hier jetzt vor uns liegenden Mediabook-Cover-Artwork um ein altes amerikanisches Motiv, das nahezu 1:1 vom Plakat direkt hier auf das Mediabook gewandert ist. Alles, das man weglassen musste, hat man auch gut und gerne weglassen können, denn dabei handelt es sich eigentlich nur um den fetten Kerstin Crew-Block bzw. die amerikanische Altersfreigabe und Produktionslogos. Ansonsten hat Nameless das Mediabook genauso belassen, wie es das im Original war, hat lediglich einen ganz dezenten, abgenützten Look hier an den Rand gesetzt, beziehungsweise die Taglines von dem Film noch ein bisschen verkleinert. Wenn wir hier im Detail schauen, dann wäre der Hinweis auf The Ultimate Teaching Machine Out of Control oben noch etwas größer gedruckt gewesen, beziehungsweise hat man dann natürlich auf der unteren Seite zwischen den Titelschriftzug und dann eben die zweite Tagline noch den deutschen Alternativtitel in dieser, ich sage immer VHS-Kassettenrekorder-Anzeige-Schrift hinzugefügt. Dabei muss man an der Stelle erwähnen, dass Nameless auch bei diesem Mediabook wieder sehr schön auf den hauseigenen UV-Spotlack gesetzt hat und damit auf der einen Seite den englischen Originaltitelschriftzug, der ja hier auch 1:1 erhalten blieb, wie von der Vorlage. Da finde ich, mit diesem Spiel und dem roten und dem weißen Teil, beziehungsweise eben auch der Tatsache, dass in diesem Fall der Spotlack bei dem Rahmen auch ein bisschen noch über die weißen und roten Teile hinausgeht und damit sogar noch eine schwarze Ebene in dem etwas dünkleren Bespotlackten dazu gibt, sieht einfach großartig aus. Dazu haben wir dann nämlich eben dieses Androidenmotiv, das ebenfalls mit dem Spotlack veredelt wurde und damit natürlich etwas mehr Farbtiefe und Kontrast bekommt und ein bisschen mehr aus dem Motiv herausschaut. Dabei muss man sagen, dass die Art, wie dieser eigentlich irgendwie aus Fritz Langs Metropolis geborgter Klischee-Android hier auf diesem Frontcover-Artwork, an der Stelle muss man wirklich noch die Ohrmuscheln erwähnen, die aussehen wie von einem alten Telefonhörer. Das finde ich absolut großartig. Die so ein kleines bisschen ausschauen, als hätte sich Robert Patrick in der allerersten CGI-Rohschnittfassung von Terminator 2 schon ein paar Mal zu oft verwandelt, wo sich dann unsere menschlichen Hauptcharaktere in seiner Stirn mehr oder weniger noch spiegeln. Es ist also ein Meister-Proper-Telefonroboter. Geil! Das ist natürlich nicht das reißerischste Motiv zu diesem Film. Da haben, finde ich, das japanische, aber natürlich insbesondere das italienische Motiv noch etwas mehr Bums auf dem Pinselstrich. Aber man muss irgendwie sagen, dass auch dieses Bild, vor allem je mehr Details man sich in diesem Androiden Gesicht anschaut, auch wie diese Mundpartie hier abgebrochen ist, als wäre der obere Teil dann sowieso auch noch nur eine aufgesetzte Maske, ist einfach dermaßen faszinierend, dass dieses Original Motiv definitiv auch seine Daseinsberechtigung auf einem Mediabook Frontcover Artwork hat. Und wir können jetzt dann einmal auf den Spine blicken, wo wir natürlich den Titelschriftzug genauso vorfinden, wie wir das auch auf dem Mediabook Frontcover Artwork tun, und bekommen dann noch eine Miniaturansicht ebenfalls von dem Androidengesicht. Dazu gibt's dann auf dem Backcover natürlich sowohl bei dem Titelschriftzug als auch dann bei dem Filmstreifen mit den Ausschnitten aus dem Film sowie den Hinweisen auf die ungekürzte bzw. nicht hochskalierte Fassung diesen partiellen Spotlight, wobei wir ansonsten in diesem farblich, finde ich, auch sehr schön in dem Fall an das Frontcover-Artwork angepassten Backcover mit diesem überwiegend bläulichen Look hier die Inhaltsangabe, Casting-Crew-Angaben, die technischen Details und dann auch die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und da finde ich ganz besonders genial, dass Nameless ja offensichtlich mit Westron direkt zusammengearbeitet hat, die circa ein Jahr nach dem deutschen Blu-ray Upscale ihre amerikanische Fassung veröffentlicht haben, eben in korrektem HD, aber auch mit interessantem Bonusmaterial. So haben wir auf der deutschen Blu-ray von Nameless auch den Audiokommentar mit dem Autor und Regisseur Mark L. Lester von der amerikanischen Blu-ray, der in meinen Augen absolut großartig und informativ ist. Dazu gibt's noch ein Interview, wo Mark L. Lester von Co-Produzent Eugene Mazzola unterstützt wird unter dem Titel School Safety by New Rules. Kommt dann der Drehbuchautor J. Courtney Joyner noch einmal zu Wort. Dafür gibt's mit Cyber Teachers from Hell dann auch noch das Special, wo die
die Special Effects Leute Eric Allard und Rick Stratton zu sehen sind, und last but not least bei dem Featurette Future of Discipline ist dann auch noch der Kameramann Mark Irwin am Mikrofon vertreten, und das ist, finde ich, eine sehr gute Mischung und eine sehr gute Auswahl an Crew-Leuten, die hier bei diesem Bonusmaterial zu Wort kommen und dabei einen, wie ich finde, sehr interessanten und auch sehr ehrlichen oftmals Blick auf die Produktion und das Ergebnis von diesem Film werfen. Das Einzige, was mir hier bei dem Backcover noch auffällt, ist die Tatsache, die Kleinigkeit, dass die hier angegebene FSK 16 Freigabe zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht korrekt ist. Bei einer Neuprüfung aus dem Jahr 2016 wurde der Film von der FSK noch ab 18 Jahren freigegeben. Aber wir können jetzt dann einmal ins Innere von dem Mediabook blicken. Da bekommen wir im wahrsten Sinne des Wortes eine Fotokollage. Man erkennt sehr deutlich, dass es sich bei diesen Polaroid-Designs beziehungsweise bei den Klebestreifen hier um digitale Artworks handelt, was man ihnen vielleicht einen Ticken zu deutlich anmerkt. Dafür ist allerdings trotzdem irgendwie dieser Stil auch passend, weil er, finde ich, ein bisschen auf der einen Seite auf das klassische Jahrbuch-Design anspielt, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen auf diese diese Fotos, die sich die amerikanischen Schüler halt immer in ihre Spinde hineintun, und dass wir hier auf der linken und auf der rechten Seite quasi ein ähnliches Design haben mit einigen schönen Action- und Charaktershots, die hier mit ein paar Bluteffekten zusammenkopiert wurden und natürlich auch in dem Fall wieder sehr schön vom Front- und Backcover des Booklets jeweils auf den Teil unterhalb, aber auch auf der Disc fortgesetzt werden. Das finde ich großartig. Dazwischen gibt es auch bei diesem Mediabook ein 24-seitiges Booklet, das in dem Fall wieder von Wolfgang Brunner geschrieben wurde und wo mir persönlich mit am besten gefällt, dass die Designer von Nameless hier eben quasi dieses Booklet mit genau denselben Designelementen gestaltet haben, wie eben generell das Innere von dem Mediabook, und das hier somit sehr gut zusammenpasst. Der Booklet-Text ist in diesem Fall etwas oberflächlich, konzentriert sich eben grundsätzlich auf diese quasi Themen wie Gewalt an den Schulen und welche Filme das alles dargestellt haben, beziehungsweise blickt ein bisschen auf die Biografie von Mark L. Lester, beziehungsweise eben überwiegend dann den Hauptdarstellern, kann dabei durchaus den ein oder anderen interessanten Querverweis liefern, ist allerdings jetzt nicht so sehr in der Produktionsgeschichte des Films verhaftet, wobei es eben da durchaus auch gar nicht mal so leicht ist, an wahnsinnig viele Informationen zu diesem Film heranzukommen, aber das ist ein durchaus quasi gut verdaubares, angenehm lesbares, aber am Ende des Tages dann doch auch etwas oberflächliches Booklet. Aber hier bei Playzockers Blu-ray Check sind wir definitiv alles andere als oberflächlich, und deswegen möchte ich, wobei, warte mal, nein, eigentlich geht es jetzt genau an die Oberfläche, also die Datenschicht, also die Unterfläche. Lassen wir das von der Blu-ray, die uns Nameless jetzt tatsächlich serviert hat. Wir haben ja in der Einleitung von diesem Review bereits besprochen, dass Nameless auf der einen Seite Zugang zur alten deutschen Pressekassette von Class of 1999 hatte und demnach zum allerersten Mal auf einem frei verkäuflichen deutschen Medium eine vollständige, korrekte deutsche Synchronspur anbietet, und dass man im Gegensatz zum alten Upscale auch dankenswerterweise auf die neue amerikanische HD-Abtastung zurückgreifen konnte und demnach natives HD-Bild abliefern. Aber der Film stammt, wie bereits erwähnt, aus dem Jahr 1990, wurde ja eigentlich quasi schon ein bisschen früher produziert und hat demnach ein Alter von fast 35 Jahren auf dem Buckel. Deswegen ist es, finde ich, auf jeden Fall interessant, hier einen kleinen Blick genau auf die Unterfläche zu werfen und wie üblich über die Bildqualität der Blu-ray zu sprechen. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots vom deutschen HD-Transfer von Nameless Media direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich auch darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow natürlich allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Ganz am Anfang kann man zur Bildqualität von Die Klasse von 1999 nur eines sagen:
Der Schein trügt, vor allem der Schein der allerersten Sequenzen. Ja, der Beginn von diesem Film sieht auf der deutschen Blu-ray alles andere als großartig aus, was einfach damit zu tun hat, dass grundsätzlich bei älteren Filmproduktionen die Credit-Sequenz immer etwas schlechter aussieht als der Rest des Films. Das liegt einfach daran, dass das Bildmaterial hier noch mehrfach um- und zusammenkopiert werden musste und bei diesem Prozess natürlich Bildinformationen verloren gegangen sind, weswegen dieses Bild dann immer etwas grainiger, etwas grober, etwas farbärmer und unschärfer ist, was allerdings eben glücklicherweise dann meistens relativ sprunghaft besser wird, wenn die Credit-Sequenzen vorbei sind. Etwas, das einem witzigerweise nicht nur bei kleineren Independent-Filmen, sondern auch bei großen Hollywood-Blockbustern auffallen kann. Und selten ist mir das in der letzten Zeit so deutlich aufgefallen, wie bei der Klasse von 1999, wo man sich auf den allerersten Blick noch denken könnte, ist gar nicht mal so gut, bis dann eben die Credit-Sequenz vorbei ist und die Bildqualität von der Klasse von 1999 tatsächlich wirklich, wirklich gut wird. Wir bekommen es natürlich hier mit einem billig produzierten Film aus den späten 80er Jahren zu tun, wo in der IMDb auch nicht wahnsinnig viele Informationen zu der tatsächlichen Technik vorhanden sind, die damals verwendet wurde. So ist lediglich genannt, dass als Kamera die Moviecam-Kameras verwendet wurde, was, finde ich, der klischeehafteste Name ist, der jemals irgendwie erfunden wurde. Aber wir bekommen grundsätzlich, nach dem, was meine Review-Kollegen bei der amerikanischen Blu-ray von Vestron ins Review geschrieben haben, hier dasselbe Master und dankenswerterweise auch keinen Transfer, bei dem Nameless dann nachträglich noch mit irgendwelchen Digital Noise Reduction Unsinn Hand angelegt hat, sondern einen recht rauschigen, recht grainigen, recht groben Look, der allerdings damit, finde ich, extrem gut zu der damaligen Zeit beziehungsweise eben auch dem Produktionsstatus von diesem Film passt. Dazu haben wir die meiste Zeit über eigentlich ganz gute Schärfen, wobei wir hier natürlich eben auch Einschränkungen bedingt durch das verwendete Filmmaterial hinnehmen müssen, wobei diese allerdings eben überwiegend produktionstechnisch bedingt, vielleicht in dünkleren Sequenzen durch geringere Durchzeichnung bzw. geringere Farbbrillanz erklärt werden können. Grundsätzlich sind die helleren Sequenzen, insbesondere natürlich die, die bei Tageslicht gedreht wurden, bei diesem Transfer auch sehr gut ausgefallen, wobei gerade bei den Sequenzen zum Beispiel in den Klassenzimmern auch immer wieder sehr, sehr schöne Farbbrillanz geboten wird. Insgesamt muss ich da sagen, dass ich mit dem hier vorliegenden Master und der Interpretation von Nameless sehr zufrieden bin, vor allem weil man sich nicht einmal ansatzweise bemüht hat, hier diesen Film mitsamt dem ganzen Bonusmaterial auf eine einschichtige BD25 zu quetschen, sondern der Film mit seinen 97 Minuten Laufzeit alleine 25,4 GB auf der Disc zu seiner freien Verfügung hatte, was insgesamt dazu sorgt, dass eben genau natürlich vielleicht zwischen den Rauschkörnern bei großen Fernsehern und Standbildbetrachtung, man sicherlich den ein oder anderen Block oder Artefakt erkennen kann, dass das allerdings beim normalen Anschauen des Films zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise störend ist und man hier mit der gebotenen Bildqualität am Ende des Tages auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann. Und das ist, finde ich, etwas, das man bei dem Film Die Klasse von 1999 generell sein kann. Denn nicht nur zum allerersten Mal im echten und nicht hochskalierten HD im deutschsprachigen Raum, sondern zum allerersten Mal in einer vollständigen und korrekten deutschen Tonfassung. Da hat Nameless bei ihrem Release von Mark L. Lesters Die Klasse von 1999 wirklich tolle Arbeit geleistet. Zudem man in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Lizenzgeber Vestron auch nicht nur den Film und das neu erstellte Master, sondern auch das neue Bonusmaterial der amerikanischen Blu-ray übernehmen konnte, das mit einem interessanten Regie-Audio-Kommentar und mehreren exklusiv und neu produzierten Featurettes mit eben Crewmitgliedern einige Informationen über die Produktion von diesem Film liefern kann und vor allem eben gerade denjenigen, die bei kleineren Produktionen, die vielleicht teilweise sogar mit Schwierigkeiten wie dem Regen und so weiter zu kämpfen hatten, gerne ein bisschen in die Produktionsgeschichte eintauchen. Zusätzlich eben gibt es das Ganze hier in hervorragender Qualität. Die Mediabooks bieten verschiedene großartige Cover-Artworks, wobei ich persönlich natürlich am ehesten für das gezeichnete japanische oder ganz besonders das gezeichnete italienische Cover-Artwork bin, aber in der grundsätzlichen Sache sind ja mit Ausnahme von dem Motiv außen auf dem Mediabook alle Mediabooks identisch, bieten einen der hochwertigen Nameless-Prototypen mit einem
mit einer dicken, stabilen Haptik, mit einer sehr gut verarbeiteten Optik, auch mit UV-Spotlight, ist das ein Mediabook-Release, der meiner Meinung nach von diesem Film in keiner Sammlung fehlen sollte.